Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Heute an diesem Schicksalsabend am 27. September zu unserer Sonderberichtbestattung zur Bundestagswahl. Wir werden gleich zugeschaltet ins Sonderwahlstudio Ihres ZDF. Man muss schon mal sagen, es geht doch noch ein bisschen was wahlmäßig, oder? Eine Zeit lang hat man gedacht, na ja, komm, die lassen das so veröden, alles wird verkuschelt. Aber dann kamen die Hammerwahlen von der Saar und Thüringen. Die beiden großen politischen Unions, die gewieften Unionsstrategen Müller und Althaus, die Wahlen extra noch vorgezogen hatten, in der Hoffnung, das bringt ihnen Vorteile. Das sowas nennt man, glaube ich, sauber ins Knie gefickt. Ne? Und was ist jetzt? Und was ist jetzt? Althaus ist schon wieder auf Schussfahrt und der Müller. Nein, nein, jetzt, halt auf, so geht das nicht. Hören Sie, so können wir am 27. doch nicht da uns zuschalten lassen. Das ist, Sie müssen viel schneller reagieren, deswegen üben wir doch heute Abend. Verstehen Sie, müssen mit der Begrüßung, müssen Sie schon rein in die Zuschauer, also näher an die Wähler oder ran an die Menschen oder wie man das nennt. Ich werde doch vorher wenigstens noch mal ein kleines Warm-up machen können. Nein, eben nicht. Das können Sie nicht. Nach 1,5 Minuten werden wir wieder, geben die doch gleich wieder zurück zu der Dings, na, zu diesem Wahlkampf. Schausten, Bettina Schausten. Ja, meinetwegen, ja. Nicht? Und bis dahin müssen wir O-Töne eingefangen haben. O-Töne, O-Töne. Erstmal brauchen wir doch Stimmung. Ja, richtig, aber schlechte. Das sehen Sie. Das ist ja, für Sie ist Stimmung immer dasselbe wie gute Laune. Und das ist ja Ihr Grundfehler, das habe ich Ihnen schon oft gesagt. Der Wähler hat aber keine gute Laune. Das sehen Sie, die Stimmung des Wählers ist eine Melange aus Ekel, Überdruss und Langeweile. Gucken sich die Leute doch an. Also bitte, bitte. Also jetzt hören Sie mal auf. Wenn wir so... Hat doch keinen Sinn. Also wenn wir so anfangen, ist nach der ersten Schalte Schluss. Wir sind für diesen Abend auserwählt von der Forschungsgruppe Wahlen, repräsentativ für die Menschen da draußen. Ja, das ist zum Beispiel, da wollte ich auch mit Ihnen noch mal drüber reden. Jetzt mal unter uns. Das habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Wieso ausgerechnet wir repräsentativ sein sollen für die da draußen? Weil wir sind doch eigentlich hier drin. Ja, also ganz draußen. Ja. Ja eben, das ist doch die Chance. Mehr draußen als mir geht doch gar nicht. Ich weiß ja nicht irgendwie. Übrigens, das hat der Mannsheimer schön hingekriegt, nicht? Finden Sie nicht auch die Deko? Naja, bisschen antiquiert. Ja, muss es ja auch sein, zwangsläufig. Nicht, das ist, nicht wahr, es steht wieder an, dass wir die Dings machen müssen. Der Untergang des Abendlandes, ich weiß, ja, und der Niedergang der Banken, Schicksalswahl, ja. Weiß ich auch, richtungsweisend, schon die 17. seit 49. Ja, eben, und da kann es doch gar nicht antiquiert genug zugehen, verstehen Sie, da kann man gar nicht tief genug in die Mottenkiste greifen. Außerdem kennen doch viele Leute diese Motive noch, gerade die 80- bis 90-Jährigen. Ja, ihre fünfte Kolonne der Union. Ja? Was? Entschuldigung, jetzt hätte ich doch beinahe die roten Socken vergessen. Ah ja, das ist schon ganz schön. Wenn man nicht schön. Ja. An alles denkt. Malmsheimer. Malmsheimer. Ja? Wenn Sie da oben fertig sind, kommen Sie mal zu uns runter. Ja, sicherlich. Er hat nämlich mir immer noch nicht gesagt, was er dann sagen wird bei der Live-Schalte. Also, ich weiß nicht, was er dann gewählt haben wird. Ja, wenn er überhaupt gewählt haben wird. Malmsheimer, haben Sie sich jetzt endlich entschieden oder sollen wir Sie als repräsentativ Unentschlossenen da einbeziehen? Des Wählers Zeit verrinnt sehr leise. Doch wird er steuerpflichtig, Zahlsklav, weise, wohl ahnend, wo das alles endet, sodass er an der Urne wendet und zwar sich ab. Und das mit Grausen. So sieht's doch aus. Malmsheimer. Was denn? Malmsheimer. Bitte. Dafür habe ich doch nicht nächtelang mit Ihnen die politische Lage bei uns im Land durchgearbeitet, dass Sie mir jetzt hier mit so einem Geschwurbel ankommen. Sie haben was mit ihm nächtelang? Jetzt. Ach du lieber Gott. Ich will überhaupt nicht wählen. Warum? Für wen? Für was denn? Auch recht, haben wir schon den ersten repräsentativen Nichtwähler für den Nein, Abend. So einfach kommen Sie mir nicht davon. Das werden Sie mir sorgfältig begründen müssen, mein Lieber. Und nicht, dass Sie mit dem irgendwann mit einer Larifari-Entschuldigung kommen, wie Ihre Tante war krank oder das Wetter war nicht gut, wenn wir hier live zu der Dings dazugeschaltet werden, zu der Bärbel Birgit, wie heißt sie denn? Bettina. Ja, also. Bettina Schaus. Wir werden das jetzt vorbereiten. Kommen Sie mit, Malmsheimer, ich werde Sie briefen. Ja, aber nicht anlecken und zukleben. Beim Briefen. Die Wahlwelt
Die Wahlwelt ist ein Deppendorf. Aber wie gesagt, sind wir dankbar, dass wir überhaupt noch ein bisschen Wahlkampf haben? Da haben sie ja alle gesagt, nee, will doch der Bürger gar nicht. Wahlkampf, der mündige Bürger will gar nicht so genau wissen, was ihn erwartet nach der Wahl. Was will denn dann? Die Katze im Sack? Wo doch selbst alle wissen, dass selbst die Katze nicht mehr drin ist im Sack. Es ist alles so emotionslos geworden. Eine Zeit lang stand ja zu befürchten, der Wahlkampf verendet zwischen Bewirtungsquittungen und Dienstwagen auf dem Standstreifen der Bedeutungslosigkeit. Mensch, war das ein Aufreger. Oder die Dienstwagenaffäre. Oh, der SPD war es ganz recht, weil die hat sich schon länger gefragt, wie kommen wir bloß mal wieder in die Schlagzeilen? Und da hat einer gesagt, ruf doch mal Ulla an. Na, die ist schon so lang dabei, die weiß schon längst nicht mehr, was ich gehört und was ich nicht gehört. Das steht mir zu. Und dann ging ein Hauen und Stechen los. Was hat die FDP das Thema ausgeschlachtet? Wenn irgendwann mal rauskommt, wer den Klau des Dienstwagens in Auftrag gegeben hat, es ist komisch, ne? Weil bei der Frage duckt sich der Westerwelle immer so verdächtig weg. Dafür durfte der Finanzexperte der FDP ständig ins Rampenlicht, ein Herr Fricke. Keine Sau hat den bis dahin doch gekannt. Oder? Aber gut, Experte wirst du heute schnell einmal in der Eisdiele am Zitronensorbet genascht. Schon bist du Experte für Polarforschung. Die Privatisierung eines Dienstwagens, ein Skandal. Was ist dagegen schon das, was die Liberalen nach der Wahl vorhaben? Die Privatisierung des Gesundheitswesens, ne, wo ja jetzt ja schon geübt wird mit Patientenfangprämien und Kopfpauschalen. Aber ansonsten ist alles, jedes aussieht, ist alles so, alles für, aber gut, ist halt ein sperriges Thema und eignet sich nicht so für den Wähler. Weil Auto, das geht. Sich verlieren im Klein-Klein, ne Skandälchen als Politikersatz. Gut, nicht alles taugt dazu als Skandal, dass der vom Volk so geliebte Plattitüden-Baron zu Guttenberg die fränkische Wortgelande, ne, dass der unser Insolvenzrecht von einer englischen Wirtschaftskanzlei hat schreiben lassen, die dann ihre Großkunden gleich beraten kann, wie man dieses Gesetz am besten umgeht. Skandal? Nach was? Der kluge Karl Theodor hat nur gemerkt, dass er Sachverstand von außen zukaufen muss, weil in den Ministerien scheinbar nur von uns überbezahlte Volldeppen abhängen. Na, auch das Geburtstagsessen der Kanzlerin für Ackermann. Skandal? Nö, fand ja im Kanzleramt statt. Heißt, Madame war vor Ort und musste den Dienstwagen nicht bemühen. Aber warum auf unsere Kosten diese Sause? Bitte, hat der Ackermann ja gesagt. Sie hat mir damals gesagt, sie würde gerne etwas für mich tun. Ich soll doch einmal etwa 30 Freunde und Freundinnen einladen. Ach, hat sie nicht ein Herz, unsere Kümmerin? Ein notleidenden Banker zur Armenspeisung bitten. Und es ist gar nicht. Und kurze Zeit später. Und kurz danach. Und kurz danach hat sie ihm schon wieder eine Freude gemacht. Nein, Alter. Nacht- und Nebelaktion auf sanften Druck, die ersten 26 Milliarden für die Hypo Real Estate freigegeben, die umgehend vor der Küste Irlands versenkt wurden. Gut, dass die Deutsche Bank Hauptgläubiger der Hypo Real Estate ist, ja, ein Zufall, aber kein Zusammenhang und schon gar kein Skandal. Es gab ein paar kritische Kommentare, von wegen, hat sich die Kanzlerin in dieser Nacht womöglich über den Tisch ziehen lassen? Nein, hat der Ackermann gesagt, die ist ganz freiwillig drüber gerutscht. Dass Sie mal wieder da sind, der Pelzi. Was haben wir gemacht? Hallo, bitte. War ein bisschen einkaufen, ja. Binnenkonsum ankurbeln. Binnenkonjunktur, genau. Aber ich bin jetzt da vorbeigekommen und habe Sie schon wieder so dermaßen schimpfen hören. Und ich muss jetzt hier wirklich mal was fragen, Herr Breul. Warum rächen Sie sich eigentlich immer so dermaßen über die Merkel auf? Ich kann es nicht verstehen. Was soll ich denn sonst machen, wenn ich sehe, wie eine mittelmäßig begabte Politikerin seit Jahren als gottgleich verehrt wird, ohne zu liefern? Ist Ihnen das egal? Nein, es ist mir nicht egal. Aber schauen Sie, ich räche mich da überhaupt nicht auf, weil ich habe noch nie was von ihr erwartet. Ja. Wissen Sie, was ich manchmal glaube? Manchmal glaube ich, Sie wählen die und sind dann verbittert.
Ich mach was. Ja. Ich wähle wen? Ich glaube, Sie wählen Sie. Wagen Sie es nicht noch einmal. Also eine Unverschämtheit. Ja, aber woher denn dann bitte diese Aufregung, wenn Sie es nicht gewählt haben? Schauen Sie mal, ein guter Vergleich. Obama, Beliebtheit gerade total im Keller. Warum? Hat viel Hoffnungen gemacht, die Leute sind enttäuscht. Ja, totaler Anfängerfehler. Ja gut, den Fehler kann man eh jetzt wirklich nicht vorwerfen. Eben. Das ist doch ein Grund wie im Privatleben. Schauen Sie, wer nichts erwartet, wird nichts enttäuscht. Ah, dann hätte ja der Steinmeier vielleicht doch noch eine Chance. Ja, nicht ganz, weil sie vermittelt ja mehr so dieses Wir-Gefühl. Wir, ja, also wir haben die Kraft, wir schaffen das. Ja, aber wer ist denn dieses Wir? Ja, sich da festzulegen, wäre für Sie jetzt schon wieder ein wenig zu verbindlich. Ne? Ja, das ist richtig. Gut, dass Sie das halt nochmal gesagt haben. Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis meiner Politik. Sie sollten sich aber nicht aufregen. Was glauben Sie eigentlich, beeinflusst uns dann am 27. September bei unserer Wahlentscheidung? Was glauben Sie? Argumente? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich habe mir in den letzten 3 Wochen alles reingezogen, aber alles. Ja? Maischberger, Blasberg, Will, ja? Illner intensiv, Illner total intensiv. Ja? Ich sage Ihnen, ich weiß jetzt alles, aber ich bin tot argumentiert. Wissen Sie, was am Ende letztlich dann doch wieder zählt bei unserer Wahlentscheidung? Das ist die Verpackung. Wirklich. Das ist die Verpackung. Das ist im Grunde wie in einem Supermarkt, wenn Sie einkaufen gehen. Ja? Was zählt, ist die Verpackung. Oder lesen Sie das Kleingedruckte auf der Zutatenliste? Ja? Lesen Sie Wahlprogramme? Eben nicht. Am Ende zählt die Verpackung. Und Wahlkampf ist nichts anderes als Verpackung. Glauben Sie zum Beispiel wirklich, dass es Steuersenkungen geben wird, ohne Sozialabbau und Schulden, nur weil es die Union auf die Verpackung schreibt? Ja? Glauben Sie, dass bei denen nach der Wahl was von der Empörung über die bösen Banken übrig bleibt, nur weil es jetzt auf der Packung steht? Ja, glauben Sie das? Oder mal anders gefragt. Glauben Sie zum Beispiel, dass Erfrischungsstäbchen erfrischend sind? Sehen Sie? Glauben Sie zum Beispiel an die... glauben Sie, wer macht's? Ja, er hat's geglaubt, er hat so naiv gelächelt. Da, das behalten. Glauben Sie zum Beispiel an die Rentengarantie der SPD? Oder glauben Sie, dass Steinmeier wirklich 4 Millionen Jobs schaffen wird? Dann glauben Sie wahrscheinlich auch, dass Katzenzungen von Katzen stammen. Ja? Ja? Sie glauben es auch? Oder? Na, da drüben glaubt es einer. Da, nehmen Sie, fangen Sie. Ja, sehr schön. Oh, jetzt ist schiefgegangen. Macht nichts. Ja? Wahlkampferfahrung. Schauen Sie. Und so ist eben da alles nur Verpackung. Und wissen Sie, wer die geschicktesten Verpackungsbetrüger hat? Das ist CDU/CSU. Die Union möchte ich jetzt wirklich mal vergleichen mit dieser Waldpilzsuppe. Schauen Sie mal, da steht ganz groß, steht da mit Pfifferlingen. Ja, ganz groß vorne. Und was steht ganz klein hinten auf der Inhaltsliste? Pfifferlinge 0,5%. Merken Sie was? Raffiniert gemacht. Das Milieu des Waldpilzsuppenliebhabers wird direkt angesprochen. Wenn aber jetzt einer kommt und sagt, ich mag keine Pfifferlinge, dann hüpft die Merkel aus der Tüte und sagt, macht nichts, sind ja auch fast keine drin. Ja? Verstehen Sie? Das ist das Prinzip. Wollen Sie es haben? Wollen Sie es? Dann nehmen Sie es. Ja. Die SPD, muss man sagen, die hat ein ganz eigenes Verpackungsproblem. Die SPD möchte ich mal vergleichen hier mit diesen Schokobananen. Bananengehalt immerhin 0,8%. Ja? Und wenn wir jetzt mal Sachen täten, ja? Passen Sie auf, wenn wir jetzt mal Sachen täten. Das hier, das ist die stolze deutsche Sozialdemokratie. Dann ist das hier die SPD. Verstehen Sie? Ja? Das hat natürlich zum Erfolg der Linken geführt. Und für die Linken würde ich ganz gerne mal das hier hernehmen. Dieses wunderbare Bifteki-Ribhacksteak. Achten Sie bitte, was da vorne auf der Packung steht. Das Beste vom Besten. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, Belzig, bist du blöd, ja? Also ich meine, so ein Bifteki-Ribhacksteak, das hat doch gar nichts mit der Linken zu tun. Ich finde schon, weil ich finde mal jetzt rein von der optischen Anmutung her, entspricht es, glaube ich, dem Altersdurchschnitt dieser Partei. Ja?
Das Beste vom Besten. Wollen Sie? Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt aber wirklich das Beste vom Besten. Wissen Sie, was das ist? Das ist das neue soziale Gewissen in Deutschland. Das ist die FDP, der neue Anwalt der kleinen Leute. Ja, was steht da? Streichzart und sahnig mild. Und ganz, ganz, ganz groß haben sie es vorne drauf geschrieben, Sahne. Und wissen Sie, was da laut Zutatenliste zu 100% nicht drin ist? Sahne, ja. So viel zur FDP. Ah ja, und jetzt passt es hier auf. Und jetzt habe ich noch was, das muss ich einfach zeigen. Schauen Sie, diese Flasche sind die Grünen. Himmlisches Tröpfchen. Vermutlich die gesammelten Tränen von Claudia Roth. Ja. Ja. Im Voraus vergossene Tränen über künftige faule Kompromisse. Ist es nicht merkwürdig? Die Grünen sind im Moment im Grunde die einzige Partei, die noch am ehesten mit jeder anderen Partei im Bund koalieren könnte. Ist doch komisch, oder? Spricht das für oder gegen die Grünen? Jedenfalls heißt das im Grunde, mit dieser Plörre könnten sie den ganzen anderen Dreck da runterspülen, ja? Und da. Ja, mit Ihnen möchte ich auch nicht tauschen in der Wahlkabine. Ja. Der Herr Oberst. Ja? Leutnant, Oberstleutnant. Ja, wenn Sie sonst zurzeit keine Sorgen haben. Sie sind ja immer noch in der Anstalt. Kein Bock auf Außendienst. Bei euch werden doch zurzeit laufend Stellen frei. Also, hören Sie mal. Sie sind ja ein Spaßvogel. Nicht? Nein, kann ich Ihnen das sagen? Ich habe hier bei uns auf Station die Staatsbürgerkunde übernommen. Aha. Ehrenamtlich. Bin ich immer ein bisschen beschäftigt, macht viel Freude. Mit einer Kaffeetasse, damit die Leute nicht einschlafen. Hä? Ach, nein, 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 jetzt mal, ernsthaft. Das ist für mein Quiz. Ja, ja. Wissen Sie, ich mache immer so ein bisschen locker den Unterricht. Kennen Sie doch, oder? Vom Morgenmagazin immer diese Tassenfrage. Nicht richtig oder falsch. Ah, ja, darf ich es mal immer ausprobieren? Ja, wenn ich die Tasse nicht gewinnen muss. Ich habe schon so viel Schrott hier. Hm? Ja. Nein, hör mal, also jetzt passen Sie auf. Beinhardt. Mhm. Achten Sie auf dieses Bild. Ja. Auf diesem Bild überreicht die Bundeskanzlerin eine der neuen Tapferkeitsmedaillen an einen Soldaten, in diesem Fall an einen Hauptfeldwebel. Aha. Richtig oder falsch? Ja, das Spiel kenne ich von früher, das ist babyleicht. Ja. Ja, ganz klar, falsch ist, der Soldat hat keine Kappe auf, eindeutig. Nein, das ist korrekt, bei Ordensverleihung wird die Kopfbedeckung abgenommen. Aha. Dann warten Sie mal. Ja. Mit der Jacke stimmt was nicht. Zu viele Falten und sie wirkt schmuddelig. Nein, der Hauptfeldwebel ist völlig korrekt gekleidet. Den meine ich ja gar nicht. Also. Ich gebe Ihnen eine kleine Hilfe. Auf diesem Bild stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Grundsätzliches? Ja. Ja, die Flagge ist verkehrt. Haben Sie das Bild von der Tagesschau? Nein, nein. Sagen Sie mal, ist das eigentlich so ein Afghanistan-Soldat? Ja, es ist ein Hauptfeldwebel, der in Afghanistan Dienst getan hat. Ach, das trifft sich ja sehr gut, weil ich hätte so viele Fragen und ich bräuchte mal wirklich von Ihnen eine ehrliche Antwort jetzt. Aber jetzt ehrlich unter uns Pfarrerstöchtern, ja? Wie waren das jetzt eigentlich ganz genau da mit diesen Danklastzügen? Was soll ich sagen? Die Kameraden vor Ort waren wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert, nicht? Da muss man auch mal ein Auge zudrücken können. Der Kampf im verbundenen Waffensystem wird ja gerade erst geübt. Das ist ja auch neu. Ja, ich habe mich halt gewundert, weil es hat immer geheißen, ihr bohrt nach Brunnen und da seid ihr mal auf Öl gestoßen. Also jetzt hören Sie mal zu. Jetzt hören Sie mal Marco zu. Ich werde hier nicht anfangen, Ihnen im Detail alles zu erklären. Naja, wie immer. Es wird ja nie was erklärt. Nie, nie, nie erklärt mal einer was. Dabei wäre es gerade jetzt mal an der Zeit, was zu erklären. Gerade jetzt können wir mal erklären, warum nach 7 Jahren Afghanistan-Einsatz und 100.000 Soldaten und 40 Milliarden Dollar und was weiß ich, wie vielen Toten, ja, warum dann da eine Wahl total gefälscht worden ist. Das könnte man ja schon mal erklären. Jetzt regen und warum, Sie sich doch nicht doch, auf. Und warum ein korruptes Regime unterstützt worden ist. Das könnte man schon mal erklären. Ja? Und warum wir in Afghanistan nie die Wahrheit und die Afghanen verarscht und wir belogen werden und manchmal auch umgekehrt. Das könnte man nämlich schon mal erklären. Und da sollten Sie mal aber Antworten verteilen und nicht Ihre saublöden Kaffeetassen. Mhm.
Genau das habe ich kommen sehen, nicht? Dass uns irgendwann die Heimatfront in den Rücken fällt. Dann stehen wir da. Man kann es den Leuten noch nicht mal richtig verdenken, Landsleute. Kämpfende Truppe wisst ihr ja selber ganz gerne, manchmal, wofür sie die Rübe hinhält. Manchmal ist sie ja sogar ab, die Rübe. Nicht? Was ist denn wirklich der Kampfauftrag von uns im Afghanistan? Wir fragen es uns ja selber. Nicht die Nummer hier mit Demokratie aufbauen und verteidigen, die können Sie nach dem letzten Wahlklamauk, können Sie noch nicht bei den letzten Ziegenhirten erzählen. So ein echtes Dilemma. Als Beispiel, ein glaubwürdiger Kriegsansatz, ein Motiv, das man nachvollziehen könnte aus strategischer Sicht, wäre zum Beispiel, wenn die Amerikaner Afghanistan als unsinkbaren Flugzeugträger benutzen. Nicht? Mittlerer Osten, Eurasisches Becken, ist das Kriegsgebiet des 21. Jahrhunderts, große Rohstoffe. Nicht mehr? Und wenn wir dazu Geleitschutz machen, das hätte strategisch Sinn. Aber dazu müssten wir die Kopfstärke auf über 6.000 Mann hochfahren. Was übrigens unter der Hand der Verteidigungsminister schon zugesagt haben soll, nicht? Sagt der Spiegel, für nach der Wahl. Nicht? Vielleicht kriegen wir dann ja Opel doch, nicht? Wenn wir dem Obama für seinen Krieg noch ein paar Leute spendieren. Nicht? Nein, war ein kleiner Scherz, Landsleute, natürlich. Wir müssen nicht ernst nehmen. Oh, apropos Krieg, wir müssen ja noch die Tassenfrage auflösen. Also, Landsleute, aufgepasst. Falsch an diesem Bild ist die Bundeskanzlerin. Nämlich, nicht wie Sie es denken. Denn die Verleihung militärischer Orden und Ehrenabzeichen obliegt ausschließlich dem Bundesverteidigungsminister, weil er ist der OB Fritz, auf Deutsch der Oberbefehlshaber in Friedenszeiten. Nicht? Das ist der Verteidigungsminister in unserem Fall, Franz Josef Jung, also vor einer halben Stunde war es jedenfalls noch. Nur Franz Josef Jung. Ja. Nur Franz Josef Jung hätte diese Medaille überreichen dürfen. Hier hat er aber im Hintergrund nur die Blechschachtel in der Hand. Nicht? Übrigens, bei Totenfeiern von gefallenen Soldaten hat sich die Kanzlerin noch nie vorgedrängt. Tja, übrigens, richtig wäre das Bild, Landsleute, wenn wir gerade dabei sind, richtig wäre das Bild, wenn wir im Krieg wären. Denn im Kriegsfall, da obliegt die Verleihung von militärischen Ehrenabzeichen in der Tat dem OB Kritz, obwohl es aber in Kriegszeiten, und das ist in der Tat die Kanzlerin. Das Bild kann weg. Ja, vielleicht noch ein Wort, Landsleute, zu unserer hartnäckigen Weigerung, den Krieg in Afghanistan beim Namen zu nennen. Ich denke, primär ist für diese Weigerung nicht verantwortlich, dass versicherungstechnische und rechtliche Mehrkosten bei Tod und Verwundeten auf uns zukämen. Außerdem wäre es übrigens auch für den Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung wesentlich leichter, wenn er den Wort Krieg benutzen könnte, als jedes Mal robuste Stabilisierungsmaßnahme zu sagen. Nicht? Ja, Sie lachen. Das spielt eine Rolle für einen Mann, der über jeden Satz froh ist, den er grammatisch richtig zu Ende bringt. Nicht wahr? Das muss man auch mal sagen. Nicht wahr? Nicht. Also jetzt mal, Spaß beiseite. Die Weigerung, das Ding beim Namen zu nennen, nämlich Krieg, geht vermutlich auf § 26 Grundgesetz zurück. Das verbietet nämlich die Teilnahme der Deutschen an einem Angriffskrieg. Da wären vielleicht auch mal unsere Politiker gefragt, mit ein bisschen Zivilcourage oder mehr Eier, wie Olli Kahn sagen würde. Nicht wahr? Entweder sie bestehen darauf, dass das Angriffsverbot abgeschafft wird für Krieg, dass wir es führen können, oder sie stellen sich hin und sagen, wir sind stolz drauf, dass wir einen solchen Paragraphen haben. Da würden wir Soldaten auch nicht blöd auf dem Gefechtsfeld als Feiglinge rumeiern, sondern können sagen, wir sind die Vertreter eines Verfassungsauftrags. Möglicherweise gibt es aber noch einen ganz anderen Aspekt, Landsleute. Die Regierung könnte rein theoretisch ja auch den Verteidigungskrieg ausrufen. Dann aber würde wiederum § 115 Grundgesetz greifen. Ja. Und wissen Sie, was dann passiert? Im Verteidigungsfall fallen die Bundeswahlen aus. Sämtliche Bundestagswahlen werden abgeblasen bis Ende des Krieges. Können Sie sich vorstellen, wie schnell wir den Abzugsbefehl in der Tasche hätten, was? Tolles Ding, das Grundgesetz, was? Schönen Abend noch. Ja, schauen. Ich ertrage es nicht. Ständig muss ich mich ihm gegenüber rechtfertigen dafür, dass ich nicht zur Wahl gehen will. Ständig. Seit Wochen erklärt er mir, wie korrupt, verrottet und verlogen das ganze politische System ist. Ja, wem sagen Sie das? Und als Konsequenz dazu zwingt er mich doch noch zu der Urne zu gehen und mitzumachen. Das ist doch komplett verrückt. Ja, natürlich. Deshalb ist er auch hier bei uns und Ihr Patientensprecher. Ja. Sie verstehen mich. Das heißt, dass Sie vermutlich auch nicht zur Wahl gehen werden, richtig? Was? Ich? Ja. Wahnsinn, natürlich muss man doch hingehen. Wählen gehen ist unser Recht, unsere Pflicht, ganz zwanglos, freiwillig, dass wir huldigerweise für alle 4 Jahre teilhaben dürfen am demokratischen Willensprozess. Ach was, Sie wissen doch, was ich meine, ist doch alles Quatsch. Ich verstehe sehr wohl. Wahl ist auch nur ein anderes Wort für Ausscheidung. Und was bei Ausscheidung hinten rauskommt, ist ja wohl auch klar.
bürgerliches Lager, FDP. Da naht ihr euch wieder ewig gestrige Gestalten. Ewig gleiche Backpfeifen, Gesichterkeulen, die ewig gleichen Lobbyistenparolen wieder bis zur Gesichtslähmung. Ach, da sehnt man sich doch ins Kino, zum Film. Wenn da Gefahr droht, da geht einer zum Telefon, greift mit nerviger Hand zum Hörer, sehr oft Bruce Willis, und sagt, geben Sie mir den Präsidenten. Und nach 5 Minuten ist das Land gerettet, verstehst du? Und bei uns, was würde bei uns passieren, wenn einer sagt, geben Sie mir den Präsidenten? Köhler, hallo? Wollen Sie womöglich etwas von mir? Ich bin im Moment gerade etwas unpässlich. Meine Frau und ich, von der ich Sie übrigens ganz herzlich grüßen soll, wenn Sie das möchten, wir sind gerade bei einem Charity-Bingo für Hirngeschädigte in Bad Salzuflen. Die Ohofens und Regine Sixt sind auch da. Wir haben übrigens gerade bei der Tombola eine Stichsäge gewonnen. Stichsäge? Er hat tatsächlich Stichsäge gesagt. Ich würde wahnsinnig ganz mit dem Wahlkampf. Es ist nur noch, ne, es ist alles nur noch ganze. Der ganze Wahlkampf ist alles. Der ganze Wahlkampf, alles nur noch so Show. Auch die Union setzt jetzt im Endspurt nur noch auf eine Karte, auf Sie, die Kanzlerin. Plakate werden überklebt. Es gibt nur noch 2 Motive. Nur mit ihr, eins von links, klug aus der Krise, und eins von rechts, für ein neues Miteinander. An jeder Laterne, an jeder Litfaßsäule, bis die Leute nur noch mit Brechreiz durch die Innenstädte hasten, werden nur noch Fotos und Belanglosigkeiten. Die Berlusconisierung der Politik durch Banalisierung. Haben wir irgendwelche Inhalte noch? Nein, wir dürfen erfahren, dass die Kanzlerin gerne Johannisbeerkuchen backt, dass sie ihrem Mann freitags eine Einkaufsliste schreibt, selbst aus der Apothekenrundschau, und der Autobild grinst zu uns schon entgegen, hat man den nirgendwo mehr. Demnächst wird sie wahrscheinlich noch als Covergirl auf der Bäckerblume erscheinen, am besten im Doppelpack mit Vera Lengsfeld, 4 Möpse für ein Halleluja. Das ist alles so, erbärmlich, alles. Es ist alles so erbärmlich, auch die Inszenierung ihrer Wahlkampfauftritte. Mensch, da hat sich die junge Union ja ein Loch in die hohle Birne gefreut für ihren genialen Einfall. Nach jeder Veranstaltung wird Angie abgenudelt von den Stones, weil auch die Kanzlerin das Lied mag. Sie hat uns ja wieder ihre private Seite gezeigt am Wochenende, diesmal sogar über dpa. Das Lied Angie finde ich sehr gut. Der ganze Sound gefällt mir. In meiner Studentenzeit habe ich auch viel getanzt, später auch noch an der Akademie der Wissenschaften. Also, boah, wenn jetzt noch rauskommt, dass sie heimlich in der Uckermark früher ihr Mofa frisiert hat. Unsere Rockerbraut Angie. Angie als Huldigung, weil in dem Lied die schöne Zeile vorkommt. There ain't a woman that comes close to you. Also es gibt keine Frau, die an dich herankommt. Ja, habe ich mir gedacht, vielleicht hätten die Missfelder Geburten von der Jungen Union sich doch mal mit dem Gesamttext befassen sollen. Wäre ich Dieter Thomas Heck, würde ich Ihnen jetzt Folgendes aus mir sprechen lassen. Mit der Startnummer 0. Angie. Angie. Wann werden diese Wolken endlich verschwinden? Angie, where will it lead us from here? Angie, wo führt uns das alles nur hin? With no loving in our souls, ohne Liebe in unseren Seelen, and no money in our coats, und ohne Geld im Sack. You can't say we're satisfied. Wirst du wohl nicht behaupten, dass wir zufrieden sind. But Angie, you can't say we never tried. Aber du kannst nicht sagen, dass wir es nie versucht hätten mit dir. Angie. You're so beautiful. Gut, da kann man drüber streiten. Na, aber da. Und jetzt aufgepasst. Und jetzt aufgepasst. Liebe Freunde von der Union, jetzt kommt die entscheidende Zeile. Angie, ain't it time we said goodbye? Sie
dürfen sich nicht immer in diesen grässlichen Boulevard-Seich hineinziehen lassen. Sie müssen diese Frau mehr auf ihren Fehlentscheidungen festnageln. Ja, welche Fehlentscheidung denn? Sie trifft doch gar keine, nicht mal falsche. Das stimmt doch gar nicht. Was ist denn dann Opel? Das war eine entschlussfreudige, öffentlichkeitswirksame, falsche Nichtentscheidung. Oh, und die Nummer mit der Wadernwerft in Wismar, Ihre Chefsache, wo sie 60 Millionen versenkt hat ohne Quittung, nur damit eine dubiose russische Briefkastenfirma die Werft verhökert wird, die in der Schweiz in Zug angesiedelt ist. Das zählt nicht, das zählt nicht. Wismar ist in der Nähe von Rügen und das ist der Wahlkreis der Abgeordneten Merkel. Aha, und dann ist das Ganze was anderes. Bei der Kanzlerin, die ständig ungefragt beteuert, wie sehr ihr die künftigen Generationen am Herzen liegt. Ja, wir dürfen uns an ihnen nicht versündigen, ja, der Schulden wegen, sagt die Kümmerin, weil auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Ja, rührend, rührend, rührend. Aber ansonsten kann sie ab und zu schon mal 5 Grad sein lassen. Moment, nicht, ja? Konkret bitte. Ja, kann ich Ihnen sagen. Unsere Mutter der Nation, die ja auch gleichzeitig die gefühlte Ehrenvorsitzende des Deutschen Atomforums ist. Ja? Die kümmert sich doch einen Dreck um künftige Generationen. Nicht, wenn irgendwo zentnerweise, kiloweise Plutonium, tonnenweise radioaktiver und giftiger Atomschrott rumfliegt, der uns für die nächsten 100.000 Jahre aus einem maroden Bergwerk wie Asse entgegensuppt. Nein, 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 Moment, da suppt nichts. Asse leckt nicht, hat Mutti gesagt. Und wenn Mutti sagt, Asse leckt nicht, dann leckt Asse nicht. Aha, das ist ja prima. Darf ich Ihnen darauf Folgendes entgegen? Im Jahr 1996 lagen auf dem Tisch der damaligen Umweltministerin Angela Merkel 2 Gutachten, die eindeutig nachgewiesen haben, dass Asse völlig untauglich und löcherig wie ein Schweizer Käse ist. Ja, Moment, 1996 war Mutti ja auch noch nicht Mutti. Da war Mutti noch Mädchen. Und zwar das Mädchen von Onkel Helmut. Und von dem hat sie gelernt, wie man unangenehme Wahrheiten verschwinden lässt. Ach, und die gefälschten Gutachten? Über die falschen Aussagen, dass Gorleben ein Teil des Ländergers ist? Ja, das war 1983, da war Mutti ja noch nicht mal Mädchen, da war sie ja noch drüben. FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda. Was? Nein. Was? Dürfen wir bei der Schalte nicht sagen, der Wähler will ja keinen Streit. Der Wähler will keinen Streit. Ja, ich weiß. Wer hat das eigentlich erfunden? Ich kann es mir denken, wer es erfunden hat. Ja, sie, weil Mutti geruschelt halt lieber. Was macht sie? Geruscheln. Darf ich mal erfahren, was das sein soll? Ja, das ist eine virtuelle Mischform aus Grüßen und Kuscheln. Haben Sie das erfunden? Nein, das ist im größten sozialen Netzwerk Deutschlands bei StudiVZ. Und nun da hat die Kanzlerin in der Rubrik Gruscheln mit Angie schon über 50.000 Klicks. Das ist ein Spitzenwert, ein Erfolg. Ein Alter ohne Internet hat auch schöne Seiten. Ja, also, aber also bitte, also so können Sie bei der Schauspielerin nicht mehr Biss, junger Mann, dann er mehr Biss. Erzählen Sie mir nichts von mehr Biss. Haben Sie schon mal in Watte gebissen? Wir befinden uns inmitten einer der größten Krisen, die wir je hatten, die noch dazu unsere globalen Lebensgrundlagen bedrohen. Und was ist das Rezept der Kanzlerin? Johannisbeerkuchen. Haben Sie schon mal versucht, einen Pudding an die Wand zu nageln? Das geht nicht. Man verliert doch die Orientierung, wenn übrigens auch die Orientierung verlieren. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie sich einfach orientieren können. Kleiner Tipp von mir. Gucken Sie einfach, ob Sie zu den wirklichen Leistungsträgern im Land gehören. Denn die werden nach der Wahl zukünftig gezielt gefördert, weil sie das Land voranbringen. Das hat sich nämlich das schwarz-gelbe bürgerliche Lager, wie es sich selber nennt, auf die schwarz-gelbe Fahne geschrieben. Die Leistungsträger gibt es in verschiedenen Modellvarianten, und zwar früh aufstehend, hart arbeitend, wirklich und wahr. Also der CDU-Arbeiterführer Rüttgers zum Beispiel, der sagt, Rumänen gehören nicht dazu, weil die stehen morgens gar nicht auf und arbeiten auch nichts. Ja?
Das ist schon mal klar. Den Einspruch, ich habe mich entschuldigt. Ich wollte niemanden beleidigen. Weder die scheiß rumänischen Zigeuner noch die stinkenden Chinesen. Und die Spaghettifresser und Kümmeltürken schon gar nicht. Sind sowieso alles nur faule Inder. Damit wäre das klargestellt. So, und jetzt muss ich in ein Aussiedlerheim Russen, der Bolschewisten packen. Prima. Können wir nochmal anfangen? Wo waren wir stehen geblieben mit den Leistungsträgern? Ach so, genau. Früh aufstehen, hart arbeiten. Das genügt natürlich nicht. Jetzt alleine nur früh aufstehen und hart arbeiten, das werden Sie noch lange kein Leistungsträger. Es gibt bei uns Millionen von Billiglöhnern, die sehr früh aufstehen und sehr hart arbeiten. Nicht? Aber das sind keine Leistungsträger. Nicht? Sonst würde man Ihnen ja nicht sagen, dass Sie nach der Wahl wahrscheinlich den gesetzlichen Mindestlohn entweder gar nicht kriegen oder wenn Sie ihn mittlerweile haben, wieder abgenommen kriegen. Nicht? Oder allerdings Altenpfleger, Krankenpfleger. Erzieherinnen, Polizisten stehen früh auf, arbeiten hart, werden aber behandelt und bezahlt eher wie Billiglöhner. Ist ja auch logisch. Die brauchen ein ganzes Jahr, bis sie das verdient haben, was ein wahrer Leistungsträger wie der Forstlandschef von Arkandor bis mittags an einem Vormittag verdient hat. Verdienst der falsche Ausdruck. Kassiert, muss man in dem Fall sagen. Ich danke. So, das einfach nur mal so. Einfach, ganz einfach, ganz einfach. Einfach und übersichtlich ist der Fall gelagert beim Hartz-IV-Empfänger. Kein Leistungsträger, schafft nichts, auf die Seite mit ihm. Nicht? Schulkinder zum Beispiel, auch keine Leistungsträger, auch keine Förderung. Ist ja logisch. Nicht? Die EU-Kommission beispielsweise hat kürzlich ein Angebot gemacht. Frisches Schulobst für jedes deutsche Schulkind kostenlos. Die EU zahlt die Hälfte der Kosten. 20 Millionen, Millionen, kennen Sie vielleicht noch, können Sie sich noch erinnern? Ja? Millionen, wenn Bund und Länder die anderen 20 Millionen zahlen. Nicht? Da haben aber die bürgerlich regierten schwarz-gelben Bundesländer haben abgelehnt, weil sie kein Geld dafür haben, haben sie gesagt. Allen voran Baden-Württemberg mit seiner schwarz-gelben Regierung, das 5 Milliarden für die spekulierende Landesbank gibt, aber keine 5 Millionen fürs Schulobst der Kinder hat, weil es keine Leistungsträger sind. Das sind Sie. Ich kann Ihnen auch noch ein... Jetzt warten Sie doch mal. Ja... Jetzt, so, das war übersichtlich. Jetzt haben wir noch einen verzwickten Fall von Leistungsträger oder nicht. Passen Sie auf. Diese vier Personen hier auf diesem Bild. Diese vier waren die erfolgreichsten Steuerfahnder der Abteilung 5 im Finanzamt Frankfurt. Äußerst erfolgreich im Kampf gegen Großsteuerbetrüger. Verdeckte Steuerfluchthilfe der Commerzbank, Liechtenstein-Konten etc. Diese vier alleine haben über 1 Milliarde hinterzogene Steuern für unseren Staat zurückgeholt. Aber sie wurden, meine Damen und Herren, sie wurden auf Geheiß des hessischen CDU-Finanzministers aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens in den Ruhestand versetzt. Tja, und zwar mit einer überraschend ähnlichen Diagnose bei allen Vieren. Paranoid-querulatorische Charakterstörung und querulatorische Grundeinstellung. Das kenne ich von mir, das ist auch meine Einführungsdiagnose gewesen. Ja, nicht? Also merken Sie, diese Menschen haben etwas geleistet, aber das Falsche. Sie haben die wirklichen Leistungsträger im Land gejagt, statt sie zu fördern. Können Sie mir folgen? Jetzt wird übrigens derzeit in derselben Abteilung, in der die früher waren, nur noch, munkelt man in Fachkreisen, nur noch die sogenannte BMW-Steuerprüfung gemacht. Bäcker, Metzger, Wirte. Das sind keine wirklichen Leistungsträger wie die Großbanken, die unser Land nach vorne bringen. Wenn ich Sie verwirrt habe, Sie können es noch einfacher haben. Gucken Sie in Ihr Portemonnaie oder in Ihre Kontoauszüge. Und wenn Sie da nichts finden, dann sind Sie auch kein bürgerlich gemeinter Leistungsträger. Sie können, und wenn Sie das bürgerliche Lager nicht wählen, dann sind Sie auch gar kein richtiger Bürger. Dann dürfen Sie eigentlich auch gar nicht wählen. So einfach ist das. Und wenn Sie das Ganze für polemisch halten, dann haben Sie mich vollkommen richtig verstanden, meine Damen und Herren. So, das ist... Ah, was ist denn mit Ihnen? Super, komm. Man hört ja von Ihnen Sachen. Mein lieber Schmickler, ich bin stolz auf Sie. Das erste Mal, dass Sie zwangseingewiesen worden sind. Ja. Erregung öffentlichen Ärgernisses, habe ich gehört. Und noch eine Beleidigungsklage von Westerwelle. Wissen Sie, ich habe ja seit Jahren schon diese unheilbare Westerwelle-Allergie. Ja, treibt mich in den Wahnsinn. Ja. Neulich habe ich einen paranoiden Anfall, habe ich mir Westerwelle unter beide Schuhsohlen tätowieren lassen. Und da bin ich in Köln über die Straßen gesprungen, und zwar von einem Hundescheißhaufen in den anderen. Toll, das ist ja großartig. Na, hören Sie mal, ich bin begeistert. Aber jetzt mal, haben Sie, gibt's da.
Haben Sie Fotos dabei? Keine Fotos, keine Fotos. Keine Fotos, schade. Aber Sie sollen ja auch Parolen gerufen haben. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich auf den Sozialstaat scheiß. Ach, toll. Mensch, Mittler, Sie sind unser... Jetzt habe ich eine Idee. Passen Sie auf, wir werden am Wahltag doch rübergeschaltet zu dieser Dingsfrau da, die das Wahlstudio macht. Und da machen Sie uns das vor, am Wahltag. Da müssen wir nur rechtzeitig aufpassen, dass wir Hundekot vorrätig haben. Ich werde es Malmsheimer machen. Ja. Das erzähle ich dem sowieso, was Sie da drauf... Wissen Sie, vielleicht kann ich ihn umstimmen. Wissen Sie, Malmsheimer! Wissen Sie, meine Damen und Herren, der Guido Westerwelle, ja, das ist für mich gar kein Politiker. Das ist für mich nur ein Klingelton für Besserverdienende. Und was... Und was hat er in der letzten Zeit den staatstragenden Willi gegeben? Seit jenem legendären Parteitag vor, FDP-Parteitag vor einem Jahr, wo er in seiner Parteitagsrede behauptet hat, die Freiheitsstatue stünde leibhaftig auf eben diesem Parteitag. Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Da haben sich seine Zuhörer erst mal verstohlen umgeguckt, um zu prüfen, ob sie auch nichts im Saal übersehen haben. Und plötzlich haben die gemerkt, Mensch, der Guido meint sich selbst. Guido Westerwelle als German Statue of Liberty, der die Fackel der Freiheit hochhält in der sozialistischen Dunkelheit, die dieses Land verfinstert. Und als die Delegierten dann genauer hingeschaut haben, da haben sie plötzlich gesehen, Mensch, der Guido, der hat ja gar keine Fackel in der Hand, sondern eine Keule. Und mit der hat er dann auf alles eingedroschen, was außerhalb der FDP politisch so kreucht und fleucht, auf die schwarz lackierten Sozialdemokraten von der CDU, auf die Fundamentalisten der SPD und der Grünen und natürlich auf die modrigen Leichenfledderer von der Linken. Und auf dem Höhepunkt der Keulerei, da muss er sich dann noch übergeben, weil er an das Fidel Castro-Bild im Büro von Andrea Nahles denken musste. Und als die Delegierten dann irgendwann von ihm wissen wollten, was denn jetzt das Besondere sei an der eigenen liberalen Partei, na, da hat er es ihnen aber final gegeben. Wir sind zuallererst eine eigenständige Partei und dann kommt lange nichts. Ja, genau das ist das Problem, meine Damen und Herren. Die Partei, die FDP, ist eine Partei ohne Köpfe und Konzepte, mit Ideen von vorgestern. Und wenn bei den Liberalen irgendetwas herrscht, dann ist es geistige Windstille. Ja, hat zumindest der CSU-Generalsekretär neulich noch gesagt. Mal davon abgesehen, dass ich es nicht besser hätte formulieren können. Aber jetzt mal, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Bislang habe ich immer gedacht, Schwarz-Gelb wäre für die Mitglieder von CDU, CSU und FDP die paradiesischste aller politischen Traumwelten. Und jetzt dreschen die aufeinander ein wie die Schlammcatcher im Kirmeszelt. Also statt dass sie sich mit dem politischen Gegner beschäftigen, hacken sich die schwarzen und gelben Krähen gegenseitig die Augen aus. Ja, was soll denn das für eine Blindenversammlung nach der Wahl werden? Ich sehe es schon vor mir. Da sagt der Merkel Hü, der Seehofer Hott und der Guido sagt, oh Gott, dann ruft einer rechts, der andere ruft links, der eine will Bums, der andere will Dings. Dann ist die Pieper verschnupft, der Rüttgers vergrätzt, dann wird rund um die Uhr dagegen geschwätzt. Morgens Gerhard und Solms gegen Schäuble und Wulff, mittags Koch und Merin gegen Kauder und Welsch, abends Hind und Kunz gegen Plüsch und Plum und nachts geht wieder der Geist die Plumpsack um, von links fürsteuern, von rechts gegensteuern und rund total erneuern. In der Mitte gestalten, an den Rändern verwalten, mit den alten Schalten, Schalten und Walten und jeder stößt in ein anderes Horn, dann geht's auf der Stelle rückwärts durch die Mitte nach vorn, sagt die Merkel, Hü, der Seehofer Hort und der Guido sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer dieses Rumhacken auf unserem gefühlten kommenden Außenminister. Er ist mittlerweile der fünftbeliebigste bei der beliebteste. Ach jetzt. Politiker im Land. Jetzt hören Sie, tun Sie mir mal einen Gefallen und hören Sie mal mit Ihren beliebig Dings Umfragen da. Aber jetzt fange ich auch schon an, mich zu versprechen. Nur wegen dieser Blöd, es ist ja eh dasselbe. Je beliebiger, desto beliebter. So, ich habe meine Liste fertig. Ich habe mir alles gründlich überlegt. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Es geht nicht. Es geht nicht. Malmsheimer, machen Sie uns hier nicht den Luther. Ich stehe hier und kann nicht anders. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich komme runter, wir gehen die Liste durch. Die wird jetzt Punkt für Punkt abgearbeitet. Hier wird überhaupt nichts abgearbeitet, schon gar nicht Punkt für Punkt. Wenn wir es bis zur dritten Schalte schaffen wollen, dann müssen wir visionär sein. Was erwartet den Wähler?
Ja, was wird den Wähler erwarten, mein Gott? Also Steinmeiers Jahrhundertplan schon mal bestimmt nicht. Nein, 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 illusorisch. Wurde von dem Gegenentwurf der Union an visionärer Strahlkraft weit übertroffen. Dank Peter Hinze. Wer ist denn das jetzt? Das ist der heiße Luft- und Raumfahrtkoordinator der CDU. Und der will eine nationale Mondmission bis spätestens 2015. Eine Mondmission? Das ist ja genau das, was unserem Land in der größten Krise seit 80 Jahren noch gefehlt hat. Peterchens Mondfahrt. Ja. Tolle Sache. Ja, Sache. Leider. Ganz toll. Leider unbemannt. Ja. Jetzt können wir uns jetzt vielleicht mal mit... Können wir uns jetzt bitte mal ernsthaft mit Visionen beschäftigen? Ja, habe ich auch eine von Hugo Müller-Fock. Was? Hugo Müller-Fock ist Friede Springers unverwüstlicher Rosettenschmeichler der Kanzlerin. Und der lässt uns in den Abgrund einer rot-roten Republik starren, sollte es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen. Wieso das denn? Weil sich schon kurze Zeit später das Ypsilant die Gen der SPD bemächtigen wird, wissen die christlichen Genforscher Roland Koch und Müller-Fock. Und was passiert dann? Dann wird es grässlich. Dann kommt der Untergang. Die Volksrepublik Deutschland. Mit allem, was dazugehört. Ja, wahrscheinlich mit Wowereit als Volkskommissar, was? Wowereit? Stalins einbalsamierter Faust. Mit dem Balsam ist Lenin. Ja, ist egal, es geht um die Angst. Stalins knöcherne Faust. Wird Honeckers Brille umklammernd, Mao gleich grinsend sich erheben, aus längst verloschenem Grund bereit, rote Lava zu speien über ein ehemals prosperierendes Land? Eine Faust kann nicht speien. Herrgott nochmal, das ist doch vollkommen unerwünscht, und ja, im Untergang geht es mit so Petitesten nicht hin. Verdammt nochmal, zertrümmert unter Trotzkis Eispickel werden russische Panzer durch die Uckermark flügen. Was denn? Mit Opel-Motor? Ja, sicher, ja, sicher. Und sie werden, das ist jetzt nicht der Moment, Himmel, Herrgott noch mal, das gibt es doch gar nicht. Sie werden den roten Khmer im Schlepptau haben, bereit, unsere Altersheime zu schänden. Herodes gleich die Kinder zu meucheln in einem ungewohnten Pol Pot au Feu. Und es wird auch meine Schuld sein. Das ist so. Dafür mache ich Sie verantwortlich. Dieser Rückfall geht alleine auf Ihr Konto. Ach, das ist doch Unfug. Malmsheimer, reißen Sie sich zusammen, mein Gott. Jetzt beruhigen Sie sich endlich. Das ist doch alles nur Ausgeburt Ihrer wilden Fantasie. Die Wirklichkeit, Malmsheimer, sieht anders aus. Wer sagt denn so das? Die wird schlimmer sein. Oh nein. Doch, die wird schlimmer sein. Nicht so, aber schlimmer. Wer sagt denn sowas? Hugo Müller-Fock. Und das sich winselnd um ihn scharende bürgerliche Lager. Vergessen Sie Stalins Faust und Trotzkis Pickel. Es wird noch, wollen Sie wissen, was wirklich passiert? Ich will das nicht wirklich wissen. Ich möchte es nicht wissen. Ein Mindestlohn von 7,50 Euro flächendeckend, der bis 2013 auf irrwitzige 10 Euro ansteigt. Halt! Nein! Malmsheimer, es ist doch erst 2013. Der Hartz-IV-Satz wird auf inflationäre 420 Euro gepeilt. Das hatte ich nicht aus. Sie werden noch viel mehr aushalten müssen, nein, wenn es soweit ist. Wiedereinführung der Vermögensteuer, Verschärfung der Erbschaftssteuer, eine Bürgerversicherung für alle, Rentenbesteuerung auf alle Einkünfte, Rentenkasse, auf alle und am allerschlimmsten. Der beschleunigte Ausstieg aus der Atomkraft. Dann bye, Bundesrepublik. Wer mit Cassandra ins Bett geht, muss sich zumindest über den Mundgeruch am nächsten Tag nicht beschweren. Was? Wer sagt denn sowas? Freiherr von und zu Gutenberg. Und er hat den Plan für eine rosige Zukunft. Freiherr statt Sozialismus. Weniger Kündigungsschuss. Flächendeckende Abschaffung der Mindestlöhne. Weg mit den reduzierten Mehrwertsteuersätzen. Und vor allen Dingen runter mit der Vermögenssteuer. Und was hat denn Mutti dazu gesagt? Hat sich gleich davon distanziert. Oh, das wundert mich jetzt aber. Das waren die zentralen Punkte von Ihrem Wahlkampf 2005. Ja, da hat sie ja noch geübt. Und jetzt ist sie herangereift und irgendwann ist sie reif.
Ich hätte auch noch eine Vision beizutragen. Bevor Müntefering die Rote Republik ausruft, wird Angela Merkel in der Mitte der Wahlperiode, kurz vor Müntefering, aus den eigenen Reihen für den zweiten vergeigten Wahlkampf gemeuchelt. Im Konrad-Adenauer-Haus kreist schon die Parole: Lasst es wie ein Unfall aussehen. Nein, das werde ich nicht zulassen. Wieso denn? Diese Frau gehört mir. Was? Wenn die Kanzlerin. Was? Wenn die Kanzlerin fällt, dann durch meine Hand. Man darf nicht alles wörtlich nehmen, was er so sagt. Oh, doch, bevor ich einer blutleeren Union den Triumph gönne, diese, werden sich meine in Vorahnung des kommenden verkrampften Finger an der Urne, werde ich sie überlisten, sie packen und mein Kreuz und die Union wählen mit eigener Hand. Also das hat er noch nie gesagt. Der ist ja völlig verwirrt, die Schausten wird uns ausladen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber ich... Was? Es ist das Blut von Al Pacino, was in ihm pulst. Bitte? Der besessene Gangsterjäger in Heat, dem im Moment der Katharsis klar wurde. Alles, was ich wurde, wurde ich durch die, die ich jagen musste. Großes Kino. Danke, Malmsheimer. Ich wusste immer, es gibt jemanden, der mich versteht. Da noch diese saublöde Harmonie zum Schluss dieser Sendung. Enttäuschend. Richtig, Sie haben vollkommen recht. So können wir nicht aufhören. Das ist kein Schluss. So geht das nicht. Können vielleicht nicht, aber wir müssen. Selbst wenn wir können. Ja, Schausten. Schausten? Ja, doch. Schausten? Schon weit nach 11, die Heute-Show wartet. Das war Neues aus der Anstalt. Meine Damen und Herren, heute aus unserem Sonderwahlstudio. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet, kurz nach der Wahl, am 20. Oktober. Wie immer live, direkt nach dem Heute-Saal.